unglaubliche Geschichte. Also ich weiß es, seitdem ich in Wien bin. Also ich war in Wien bei meinem Auftritt und war sehr, sehr müde, ja, und war erschöpft und kaputt. Und mein Ex-Label-Chef eben von Ivory Vibrations kam zu mir und meinte, soll ich dich mal aufwecken? Und ich meinte, wie, was ist denn los? Lass mich doch in Ruhe. Soll ich dich aufwecken? Sag ich, ja, okay. Sagt, okay, du darfst noch nichts sagen, weil es ist nichts fix. Aber es wird so aussehen, dass, wie kannst du nur der Song für die NBA Finals, für den offiziellen TV-Spot weltweit wird. Ich denke mir, das kann doch nicht sein. Wie? Wie kommen die auf mich? Das ist doch Amerika. Er meinte, wir wissen das alle nicht, aber die NBA hat sich den Song geholt, hat das draufgepackt und jetzt sind eigentlich nur noch die Verhandlungen zwischen deinem Verlag, also ich bin bei der Universal und Universal America und NBA irgendwie, weißt du? Und ich wollte das gar nicht glauben. Und wie gesagt, dann haben wir jetzt bisschen war so das Zittern, ich wusste nicht, ob das wirklich passieren wird und so weiter. Und gestern, aus heiterem Himmel, fuck, kriege ich einfach eine Nachricht von einem Fan, der mir das, den Link schickt und sagt, hey, wieso nimmt die NBA deinen Song? Und da habe ich erst gesehen, okay, es hat geklappt, die haben es wirklich genommen, Universal hat sich geeinigt, bla bla bla. Und krass auf jeden Fall, jetzt ist das ein Jahr lang der Haupt-TV-Spot für die NBA-Finals, für die ganze nächste Saison, glaube ich. Die Tour lief sehr, sehr gut bis jetzt. Wir haben ja eine Tour vor dem Album gespielt. Das heißt, eigentlich wollten wir nur ganz kleine Clubs abklappern, um ein bisschen Promo fürs Album zu machen. Aber lief wirklich sehr, sehr gut. Gestern Köln, super geil. Leider sehr viele Fans nach Hause geschickt, weil es wirklich zu voll war dann schon. Aber war geil. Die neuen Songs kommen super an. Wir haben das erste Mal in Dresden und in Erfurt gespielt, in Städten, wo wir noch niemals waren. War auch eine krasse Erfahrung. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt gleich beim Ende der Tour. Und hatten eine sehr, sehr gute Zeit. Nightliner, alle verstehen sich, Bombe, alles perfekt. Ich habe nicht nur neue Songs gespielt. Ich habe eigentlich alle Klassiker gespielt. Ich habe auch eine Camorra-Einleitung gespielt. Das heißt, Camorra war quasi die Vorgruppe von 3-0. Da habe ich nur alte Klassiker, so wie Winner und so weiter gespielt. Danach kam 3-0. Mit 3-0 haben wir 4 oder 5 neue Songs gespielt. Das, was halt krass war an dieser Show, war, dass wir wirklich mit Drummer spielen, mit Gitarrist, wir spielen so mit Band und mit DJ zusammen. Das heißt, der Sound ist nicht wirklich verfälscht, wie das manchmal ist, wenn du mit einer Band deine Songs nachspielst, weil dann klingen die Songs einfach anders. So klingen die Songs so, wie sie sind, nur noch mit mehr Power, weil halt Live-Drums drüber sind. Und wir haben, wie gesagt, also die neuen Songs kamen sehr, 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 sehr gut an. Sogar die Liebeslieder, wo ich niemals gedacht hätte, dass wir die überhaupt live spielen können, aber war alles super, echt. Die geilste Stadt, glaube ich. Also, ich muss sagen Wien natürlich, weil ich ein Wiener bin, aber ganz ehrlich, Berlin war halt mindestens genauso geil. Also Berlin war wirklich unfassbar. Wir waren im Lido, die Leute sind richtig ausgeflippt, haben das Eye of the Hurricane gemacht, oder wie man das nennt, so in der Mitte dieser Kreis, wo dann alle abgehen. Das war echt beeindruckend, Berlin.